Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal wieder um das E46 Cabrio gehen. Und ich habe mich auf die erste größere Reise mit dem Wagen begeben, und zwar in meinen Sommerurlaub nach Dänemark. Wir sind jetzt auch gerade auf dem Rückweg wieder. War wirklich schön, das Wetter war auch klasse. Also es war wirklich ein toller Trip, vor allen Dingen mit dem Cabrio. Da hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, mal den E60, eigentlich der Langstreckenbomber von mir, zu Hause zu lassen, sich mal dafür das Cabrio zu entscheiden. Und ich bin auch wirklich positiv überrascht. Viel verbraucht hat er tatsächlich auch nicht. Wenn man bedenkt, dass es hier schon ein fast 20 Jahre alter Sechszylinder ist, mit nur einer Fünfgangschaltung, also wir haben hier keinen sechsten Gang, sind wir auf einem Durchschnitt auf den letzten 450 Kilometern von, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, 7,8 Litern gekommen. Und da sind durchaus mal ein bisschen zügigere Strecken dabei gewesen, auf der A7, wo es ja auch unbegrenzt ist, und auch ein paar Überholmanöver hier. Also das ist wirklich sehr akzeptabel. Das war auch so ein Mix zwischen Cabrio-Fahren, also keiner Klimaanlage, und halt geschlossenem Verdeck Klimaanlage, wenn man dann halt ein bisschen schneller fährt. Ist es doch schon ein bisschen angenehmer, wenn einem da nicht so doll der Wind um die Ohren pfeift. Ja, ich werde euch dann gleich nach dem Intro einmal vorstellen, was ich schon so erledigt habe. Denn wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, habe ich hier noch ein paar Baustellen, die ich machen musste, beziehungsweise auch immer noch nicht erledigt habe. Aber unter anderem den Kühlwasserverlust, den habe ich, da habe ich den Fehler endlich entdeckt und auch beseitigen können. Und das Wasser, was in den Kofferraum eingedrungen ist, da habe ich auch den Fehler gefunden gehabt. Da war nämlich im Verdeckkasten der Abfluss verstopft. Ja, das zeige ich euch dann auch gleich mal, mit welchem relativ simplen Trick ich das dann auch gelöst hatte, wie ich diesen Abfluss da entstopft hatte, ohne das halbe Cabrio da auseinanderzubauen, also das Cabrio-Gestänge, weil BMW schlägt da natürlich eher vor, das ganze Cabrio-Gestänge auszubauen, weil man sehr schlecht an den Abfluss kommt. Und das kostet natürlich richtig Geld, aber da gibt es online ein paar Tricks. Wie gesagt, zeige ich euch gleich auch mal nach dem Intro. Und ja, die Anhängerkupplung, die werden wir dann auch mal gemeinsam gleich abnehmen. Denn, hatte ich ja auch im letzten Video erwähnt, das fand ich nicht so schick, weil die ist ja unten so nachgerüstet und das sieht wirklich nicht toll aus. Das möchte ich einmal alles abnehmen und mir dann anschauen, wie der Stoßstangenträger aussieht. Wenn der auch ein bisschen verrostet ist, vielleicht mal Rostumwandler lackieren, muss ich mir dann mal alles anschauen. Ja, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Und nach dem Intro geht's dann auch los. Als allererstes möchte ich euch mal zeigen, wo das Wasser in mein Fahrzeug eingetreten ist, weil ich hatte ja das Problem, dass fast der ganze Kofferraum voller Wasser war. Und da hatte ich mir so ein YouTube-Video angeschaut gehabt, das wurde mir empfohlen. Und zwar ist unter diesen Scharnieren, die habe ich ja schon, einen Abfluss. Und diesen hatte ich schon versucht, mit Abflussreiniger frei zu bekommen. Das hat wirklich gar nicht genützt. Und dann habe ich so einen kleinen Draht genommen. Der wird dann hier eingeführt. Und wenn man da so ein bisschen hin und her wackelt, ist es dann meist so, dass dann der Abfluss richtig entstopft wird. Und man hört es dann auf einmal, wie das Wasser da runter tropft. Ich werde euch dann auch nochmal gerne das Video verlinken, weil bei mir hat es jetzt echt mir die ganze Arbeit erspart, das ganze Ding hier auseinanderzuschrauben, oder es gab irgendwelche anderen Lösungsvorschläge, wo man dann von hier hinten diese Verkleidung abbauen kann. Und dann könnte man im Prinzip auch an dieses Abflussrohr kommen, weil das ist, das verläuft dann sozusagen, also das geht dann hier rein, das Wasser, sammelt sich hier in dem Verdeckkasten, geht dann da rein und läuft dann unten im Seitenteil wieder runter, so dass es dann hier unten wieder raustropft. Also man kommt schon auch von innen dann, wenn man diese Verkleidung hier abschraubt, in das Abflussrohr ran und könnte es dann im Prinzip mit so Luft oder mit einem anderen Draht halt auch wieder freistopfen. Aber in den meisten Fällen reicht es halt wirklich schon, wenn ihr hier einfach einen Draht durchsteckt und da so ein bisschen rumrüttelt. Verlinke ich euch gerne nochmal. Also das hat mir wirklich krass geholfen. Ich hatte ja erwähnt gehabt, dass der Wagen immer mal wieder Kühlwasser verloren hat und ich die Quelle dann dafür nie gefunden hatte. Und tatsächlich lag es jetzt an dem Schlauch hier oben. Hier sieht man es noch ein bisschen, da sind noch ein paar Reste vom Kühlwasser drauf. Der war immer nicht ganz so dicht. Also ich habe da jetzt eine neue Schelle eingebaut und inzwischen verliere ich auch gar kein Kühlwasser mehr. Also das war wohl
die Lösung des Problems. Ich bedanke mich da auch nochmal bei allen, die mir da zahlreiche Kommentare dagelassen hatten, woran das denn alles liegen könnte, weil das Kühlwassersystem von im E46 oder im E39 macht ja öfter mal Probleme, gerade der Ausgleichsbehälter und die ganzen Kabel, die ganzen Schläuche werden ja auch über die Jahre porös. Vielen Dank an die Leute, aber bei mir war es tatsächlich in diesem Fall nur oben diese Schelle, die da undicht war. Ja, ich hatte ja in einem der letzten Videos erwähnt, dass ich die Blinker hier durch weiße ersetzt habe. Also ich hatte die originalen gelben und die Rücklichter, die hätte ich tatsächlich noch zu Hause. Und wenn jemand von euch, weiß ich nicht, einen Unfall hatte oder die gebrochen sind und noch Rücklichter braucht, die kann ich euch gerne anbieten. Also einfach bei mir melden, kann er dann, ich sag mal, kostenlos abholen oder ich schicke es ihm zu. Das ist gar kein Problem. Es sind aber nur die äußeren, also die hier. Und dann sozusagen mit, sehen genauso aus, und dass das hier halt gelb ist. Und die inneren, die habe ich leider nicht. Die ich dazu geschickt bekommen habe, waren tatsächlich sogar noch schlechter als die ich hier verbaut habe. Also, wenn jemand benötigt, kann er sich gerne bei mir melden. Wir switchen jetzt einmal kurz zu mir in die Garage über. Da geht es jetzt endlich der Anhängerkupplung an den Kragen. Ich bin jetzt mal gespannt, was sich so dahinter verbirgt. Ob der Stoßstangenträger dahinter irgendwie verrostet ist, wie es dahinter aussieht. Ich habe auf jeden Fall Rostumwandler geholt. Also, wenn ich da irgendeinen Rost entdecken sollte, dann werde ich das einfach mit Rostumwandler einschmieren und dann nochmal ordentlich rüber lackieren. Und dann entferne ich auch die ganzen Schrauben der Anhängerkupplung. Da sind ja auch wahrscheinlich dann Punkte, wo er dann anfangen könnte zu rosten. Die werde ich dann auch direkt mal konservieren. Dazu dann jetzt gleich mehr. Ich bin wirklich gespannt, wie ich das hier hinbekommen werde, denn ich habe tatsächlich noch nie eine Stoßstange abgebaut. Also zumindest nicht bei einem BMW. Und habe daher auch ein bisschen wenig Plan davon. Habe jetzt auch keine passende Anleitung dazu irgendwie im Internet gefunden. Immer nur fürs Facelift, und das hat wohl schon eine komplett andere Stoßstange, da funktioniert das auch ganz anders. Ja, ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme. Meine erste Idee wäre jetzt gewesen, dass ich hier einmal diese PDC-Leiste rausnehme und mir mal anschaue, was, beziehungsweise erstmal das PDC abklemme und anschaue, was dahinter so sich verbirgt. Ja, dann legen wir mal los. Ich würde euch auch ganz gerne dieses Schauspiel mal als Zeitraffer hier einblenden, nur ich habe meine eigentliche Kamera tatsächlich an einen Freund verliehen und filme daher mit meinem Handy. Ich hoffe auch daher, dass die Ton- und Bildqualität noch in Ordnung geht bei diesem Video. Also wenn es nicht so toll ist wie gewohnt, dann verzeiht es mir. Gerne hätte ich euch von dem ganzen Unterfangen ein Video gemacht, aber ich bin wirklich nervlich und körperlich am Ende. Ich habe hier ja 3 Stunden lang versucht, die Anhängerkupplung abzubauen, hat aber absolut nicht funktioniert. Denn ich habe die Stoßstange gar nicht erst abbekommen, aus dem Grund, dass die ist hier an den Rändern, also schon mal vorweg, die ist hier an den Rändern befestigt und mit so Klammern muss man nur die Rathausschale abbauen und dann gibt es hier im Prinzip nur so 2 Bolzen, die dann hier und dort sitzen. Die muss man dann rausschrauben. Alles schön und gut, der eine ging auch super raus, aber der rechte sitzt einfach fest. Also man kriegt ihn nicht raus, man müsste ihn halt ausbohren, um ihn da irgendwie rauszubekommen. Ich denke mal, das Gewinde ist kaputt und die Mühe wollte ich mir einfach nicht machen. Und ich denke mal, wenn irgendwann mal die Stoßstange wirklich ab muss, weil der Wagen einen Unfall hatte oder die nachlackiert werden muss, dann kann das ein Karosseriebauer machen, der sich damit auch ein bisschen besser auskennt als ich. Ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach die Anhängerkupplung hier hinten abzusägen, also auf die radikale Methode. Ist jetzt ein bisschen rumgefuscht und ich sag mal nicht ordentlich abgebaut, aber ich hatte echt keinen Bock, mich hier jetzt noch weiter damit zu beschäftigen. Jetzt ist es weg, ich sehe es nicht mehr, das ist die Hauptsache. Leider die Klammern, die hier die Stoßstange ordentlich halten, ihr seht es wahrscheinlich, die sind alle ein bisschen alt, kaputt und verrostet. Da werde ich jetzt mir neue holen und dann soll mein Karosseriebauer mir mal die Stoßstange auch, beziehungsweise mein Lackierer die Stoßstange einmal ordentlich einstellen, damit das auch wieder gut aussieht. Und ja, dann habe ich es endlich geschafft. Dann hat er endlich, das E46 Cabrio, endlich keine Anhängerkupplung mehr, so wie es sich auch gehört, weil ich finde, das hat wirklich überhaupt nicht zu dem Fahrzeug gepasst. Gerade mit der sportlichen Fahrwerksabstimmung verstehe ich da nicht, was man mit einem Anhänger da mal überhaupt ziehen könnte, ohne dass das Ding die ganze Zeit hinten aufsetzt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Update vom E46 wieder gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir jetzt für die ganzen Strapazen ein Abo oder ein Like da lässt.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Tschüss.